Wir kommen jetzt zu den aktuellen Stunden und ich rufe Tagesordnungspunkt 5 der heutigen Sitzung auf. Und zunächst hat die einreichende Fraktion das Wort, das ist die AfD. Und das Thema der aktuellen Stunde ist Solidarität und Barmherzigkeit aktiv gegen Obdachlosigkeit in Dresden. Sehr geehrte zweite Bürgermeisterin, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Diese Aktuelle Stunde richtet den Blick auf die Bedürftigen in unserer Gesellschaft. Auf jeden, die häufig ein Schattendasein am Rande der Gesellschaft führen und wenn sie wahrgenommen werden, bei vielen Menschen leider auch auf negative Emotionen hervorrufen. Obdachlose verdienen unsere Unterstützung. Für diese Aktuelle Stunde haben wir den Titel Solidarität und Barmherzigkeit aktiv gegen Obdachlosigkeit in Dresden gewählt. Solidarität, das ist füreinander eintreten, offenbar auch eine Haltung. Die Bereitschaft, auch für andere fremde Menschen Unterstützung zu leisten, die Hilfe benötigen. Zum Glück gibt es in unserer Stadt viele Akteure, die Obdachlosigkeit verhindern und bereits obdachlosen Menschen versorgen. Ihnen gilt an dieser Stelle unser Dank. Und dabei handelt es sich um die Verwaltung der Landeshauptstadt Dresden, die zahlreiche Maßnahmen gegen Obdachlosigkeit auf den Weg bringt, und die vielen zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, gemeinnützige Vereine und ehrenamtliche Helfer. Besonders hervorheben möchte ich hier exemplarisch die Nachtcafés der Diakonie, die Kältestreifen der Heilsarmee und auch den Verein Dresdner Bürger helfen Dresden Obdachlosen und Bedürftigen e.V., die beispielsweise die Friseurtage, das jährliche große Weihnachtsessen oder die täglichen Angebote zur Unterstützung Obdachloser und Bedürftiger organisieren und durchführen. Und das alles ehrenamtlich, finanziert durch Spenden ohne Steuergelder. Die Zahl der Wohnungslosen in Dresden steigt stetig, titelt die Sächsische Zeitung am 8. November 2021. Zum Stichtag 30. September 2021 waren 254 Personen in Übergangswohnheim und 47 Personen in Gewährleistungswohnungen der Landeshauptstadt Dresden ordnungsrechtlich untergebracht, teilt Oberbürgermeister Hilbert auf unsere Anfrage hin mit. Die Dunkelziffer jedoch dürfte auch in der Landeshauptstadt Dresden deutlich höher liegen. Von den 301 untergebrachten Personen waren 234 männlich und 67 weiblich. Obdachlosigkeit betrifft also überproportional Männer. Die Auslastung der Übergangswohnheime betrug zum Stichtag 30. September 2021 übrigens 71%. Bei Gewährleistungswohnungen lag sie bei 82%. Familien mit minderjährigen Kindern in Gewährleistungswohnungen untergebracht. Zum Stichtag befanden sich dort 15 minderjährige Kinder. Für die 8 Übergangswohnheime der Landeshauptstadt Dresden, einschließlich der Heimleistung, stand zum Zeitpunkt 37,82 Vollzeitäquivalente zur Verfügung. Zudem verlassen durchschnittlich 130 Personen pro Jahr die Wohnheime und ziehen in eine eigene Wohnung. Ein positiver Trend. Aber wieso werden Menschen überhaupt wohnungs- oder gar obdachlos? Die Gründe dafür sind vielfältig. Arbeitslosigkeit und finanzielle Schwierigkeiten stellen einen der Hauptgründe dar. Aber auch persönliche Schicksalsschläge, die den einen aus der Bahn werfen, eine schwere Krankheit oder Suchterkrankung können dazu führen. Selbst wenn die Obdachlosigkeit ein selbstgewähltes Schicksal sein mag, sollten diese Menschen die bestmögliche Unterstützung widerfahren. Schließlich verschlimmern Obdachlosigkeit oftmals die vorhandene Problemlage. Horrende Mieten und stark steigende Energiekosten verstärken zudem die Lage vieler Menschen in Dresden und drängen sie an den Rand der Wohnungslosigkeit. Hier gilt es bereits anzusetzen und Schlimmeres zu verhindern. Insbesondere die Wintermonate setzen Obdachlosen stark zu. Wer auf der Straße lebt, ist den niedrigen, manchmal gar eisigen Temperaturen schutzlos ausgeliefert. Aber auch die Einschränkungen im Zuge der Anti-Corona-Maßnahmen haben die Situation für Obdachlose in den vergangenen 2 Jahren deutlich verschlechtert. Hilfsangebote wurden zurückgefahren oder sogar ganz geschlossen. Treffpunkte konnten nicht mehr aufgesucht werden. Und auch die Unterstützung, die der ein oder andere Obdachlose ansonsten auf der Straße erhielt, fiel weg, da die Straßen menschenleer waren. Die Landeshauptstadt Dresden ist also auch weiterhin gefordert, obdachlose Menschen nicht nur ein Dach über den Kopf zu bieten,
sondern auch Sicherheit und Hilfsleistung, die über eine warme Mahlzeit hinausgehen. Dazu zählen neben niederschwelligen Beratungs- und Betreuungsangeboten beispielsweise auch so profane Dinge wie die Möglichkeit, einen Hund mit unterzubringen. Es sind oftmals Kleinigkeiten, die eine große Wirkung erzielen. Für die Betroffenen wirken sich Verbesserungen in dem Bereich Hygiene, Gesundheit, aber auch Sicherheit spürbar auf die persönlichen Lebensumstände. Geben wir den Obdachlosen die notwendige Achtung, die ihnen zusteht. Die Herausforderung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit wird nie ganz verschwinden. Da müssen wir realistisch sein. Aber es gibt vor allem die Präventionspotenziale der Wohnungslosenhilfe zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit zu stärken, damit Obdachlosigkeit nicht zur Endstation wird. Und dazu können wir alle was beitragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir setzen fort in der Rednerliste. Formal wäre jetzt die FDP dran. Die FDP hat auf Bitten von Herrn Hannig getauscht und damit hätte zunächst Herr Hannig für die Freien Wähler das Wort. Und Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren Kollegen, vielen Dank zunächst an die FDP, dass Sie mir das Recht einräumen, etwas eher zu reden. Ich erspare die Maske abzunehmen. Ich hatte eine Zahn-OP heute, wir haben 3 Weisheitszähne gezogen. Eigentlich dachte ich, ich könnte gar nicht reden und hatte eine Videonachricht vorbereitet. Aber so geht das jetzt, weil die Schmerzen stark sind und die Spritzen nicht mehr wirken. Warum erwähne ich das? Ich brauche Ihr Mitleid nicht. Aber ich erwähne das, weil es ein Beispiel dafür ist, wie wir mit dem Thema Solidarität und Barmherzigkeit umgehen. Ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen schon eine Zahn-OP hatten. Das ist einfach Mist. Und ich gehe davon aus, da wir alle menschlich sind und da die meisten von uns barmherzig sind, dass man sagt, okay, den Hannig mag ich nicht, politisch mag ich ihn schon gar nicht und er ist ein Opportunist oder was auch immer oder ein Populist. Aber ich glaube schon, dass viele Leute sagen, dass er jetzt aber hier steht mit Zahnschmerzen, das ist natürlich scheiße, das wünsche ich ja keinem. Ähnlich ging es mir zum Beispiel, als Herr Schmählich krank war, wo ich sage, uns verbindet nicht sehr viel, Herr Schmählich, aber menschlich und barmherzig ist es, zu sagen, Mensch, gute Besserung und ziehen Sie durch. Das Thema, weil Sie gerade sagen, zur Sache, heißt ja Solidarität und Barmherzigkeit. Und ich rede über Barmherzigkeit. Ich finde es zum Beispiel toll, wenn Leute, wie wir hier vorhin gehört haben, sich barmherzig mit dem Thema beschäftigen, Flüchtlinge aufzunehmen. Und ich finde es toll, wenn sie das über politische Grenzen hinweg machen. Weil wenn wir Menschen helfen, dann tun wir das doch aus meiner Erfahrung her, nicht um eine politische Agenda zu verfolgen. Zumindest schwächt das die Barmherzigkeit ein bisschen ab. Und deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, Herr Gierke, dass Sie in Ihrem Redebeitrag hier alles Mögliche erzählt haben, aber nicht den Punkt mal in die Wunde gelegt haben. Der Punkt ist doch der, dass wir in diesem Stadtrat uns bisher damit hervortun, das geht vor allem an die linke Seite, politisch zu werten, ja, wer barmherzig sein darf und wer nicht, vorzugeben, welche politische Agenda mir erlaubt, ein guter Mensch zu sein oder nicht, darüber zu urteilen oder zu werten, ob Menschen barmherzig sind, solidarisch sind und Gutes tun, wenn sie dann in die richtige Agenda passen, oder ob sie Populisten sind und nur zu ihren Zwecken ihre Barmherzigkeit vorspielen. Das ist der Unsinn und die Unsitte, die sich in unserer Gesellschaft breit macht. Und das ist das, was ich anprangern möchte, was mir heute in diesem Thema ganz besonders auffällt. Es geht nicht um Obdachlose in Dresden, sondern es geht darum, dass Menschen, die anderen helfen, unseren Respekt verdienen. Ausschließlich unseren Respekt und unsere Achtung, nicht unbedingt unsere Wertschätzung, auch nicht unbedingt unsere Begeisterung und schon gar nicht das Teilen von politischen Ansichten. Und ich habe selbst mal ein Jahr lang die Obdachlosen in dem Verein beim Ingolf Kneider da betreut. Da wusste ich gar nicht, was man ihm vorwirft. Ich weiß es auch bis heute noch nicht so richtig. Es spielt aber für mich keine Rolle. Die Frage ist halt, hilft er Menschen? Und das tut er, unbestreitbar. Und dafür verdient er Respekt und keine Ausgrenzung. Kein Redeverbot, wie es der Stadtrat hier jüngst versucht hat, kein Gelächter, keine Häme, das ist schäbig, das ist menschlich einfach nicht in Ordnung. Und gerade jetzt in Anbetracht der Ukraine-Krise, wir werden jetzt wieder die Diskussion haben, oh Gott, die Querdenker wollen jetzt die Flüchtlingskrise für sich ausnutzen. Nein, Unsinn. Wer in der Lage ist, anderen zu helfen und das tut, der hat uneingeschränkt und ohne Häme und ohne zu gucken, ob das von der Linken kommt oder von der SPD oder von der AfD, oder ob es von den Kirchen kommt oder von den Trägern von zivilgesellschaftlichen Engagement, unseren Respekt und zumindest unsere Achtung verdient. Darum bitte ich diesen Stadtrat. So, das war der Redebeitrag für die Freien Wähler. Und als nächstes hat
Herr Blödner für die FDP das Wort. Ich darf in Richtung der Fraktion AfD Freie Wähler noch mal an die Maskenpflicht erinnern. Bitte schön, Herr Blödner. Ich darf Sie jetzt abnehmen. Sehr geehrte zweite Bürgermeisterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Aktuelle Stunde Solidarität und Barmherzigkeit aktiv gegen Obdachlosigkeit in Dresden. Thematisch bin ich doch ein wenig irritiert zum Sinn als Aktuelle Stunde. Obdachlosigkeit ist ein Problem, den Betroffenen sollte geholfen werden und als Stadt müssen wir aktiv sein. Allerdings sind wir es auch. Eine Zunahme der Obdachlosigkeit ist nicht zu verzeichnen. Nach Auskunft der Stadt gelingt es auch, eine große Zahl Betroffener pro Jahr wieder in eine eigene Wohnung zu bringen. Es gibt entsprechende Übergangswohnheime und Gewährleistungswohnungen seitens der Stadt. Die Kapazitäten für Betroffene sind entsprechend vorhanden und nicht überlastet. Das Projekt Housing First wurde angeschoben und aktuell wohl ausgeweitet, um eine eigene Wohnung für Obdachlose zu ermöglichen. Das Thema Duschangebote und Kapazitäten muss man sich mit anschauen, scheint aber aktuell auch gelöst. Alles in allen Themen, die regelmäßig im Sozialausschuss besprochen werden und auch durch das Sozialamt begleitet werden. Das gilt es beizubehalten. Entsprechend sehen wir aber da keine aktuellen Punkte, die eine tiefergehende Beschäftigung als Aktuelle Stunde rechtfertigen. Vielen Dank. Soweit Herr Blödner für die FDP. Jetzt wären die Dissidenten dran. Herr Schmählich. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, Barmherzigkeit, Obdachlosigkeit, diese aktuelle Stunde, das hat ja der Wortbeitrag von Herrn Hanek ziemlich deutlich gezeigt, sollte eigentlich eine Werbeveranstaltung werden für die Dresdner Variante des Winterhilfswerks des deutschen Volkes, genannt Dresdner Obdachlosenverein. Und wer sich so hinstellt, wie Sie gerade, Herr Hanek, und sagt, wir müssen doch diejenigen, die barmherzig sind, doch eigentlich, denen gehört doch unsere Sympathie, dann kann ich leider eben nicht diese Frage abgeköppelt vom sonstigen Agieren, Verhalten, Hetzen der dort agierenden Menschen oder der dort agierenden Repräsentanten trennen. Und da ist eben Herr Kneider zu nennen und sein Stellvertreter Herr Riedel, beide mit Anklagen wegen Volksverhetzung, weil sie in widerlichster Art und Weise über Menschen mit Fluchthintergrund hergezogen haben, auf widerlichste Weise über politische Repräsentanten hergezogen haben. Ich erwähne es noch einmal, Herr Kneider hat unserer ehemaligen Oberbürgermeisterin in der höchsten persönlichen Krise, die sie hatte, nämlich bei ihrer Krebserkrankung, den sofortigen Tod gewünscht. Oder allen Linken und Versüften, Linksversüften, eine Prämie ausgelobt hat von 100 Euro, wer ihnen sozusagen einen Knüppel vor die Haustür legt. Das sind Menschen, von denen Sie so tun, Herr Hanek, als ob Sie eine vorbildliche soziale Arbeit machen. Dabei fällt dieser Verein seit Jahren dadurch auf, dass es so tut, als ob wir hier in Dresden für die Menschen, für die Wohnungslosen viel zu wenig tun. Und damit auch alles das diskreditieren, was an offizieller Obdachlosenarbeit und Wohnungslosenarbeit in dieser Stadt, das muss ich ausdrücklich sagen, vorbildlich geleistet wird. Vorbildlich geleistet wird. Und deshalb ist dies ein Popanz, weil, wenn es der AfD als Antragsteller dieser Aktuellen Stunde wirklich um die Bedürfnisse und um die Bedarfe der Wohnungslosen ginge, wenn man wohnungslos ist, dann kümmert man sich, dann ist das Wichtigste, eine Wohnung zu kriegen. Dann hätten Sie sich doch in der Vergangenheit nicht ständig und wiederholt, immer dann, wenn es um die Fragen von Schaffung preiswerten Wohnraums ging, in die Büsche geschlagen. Sie haben stets auf diese Initiative in diesem Stadtrat mit einem klaren Niet
Und ich sage bewusst jetzt nett, weil das im Grunde genommen ja die Sprache ist, die Sie in diesem Zusammenhang am liebsten sprechen, reagiert. Deshalb, es ist komplett unglaubwürdig, wenn die AfD sich hier, die in der bisherigen Zeit im Stadtrat nicht durch eine einzige Initiative mit sozialer Relevanz und mit sozialer Empathie aufgefallen ist, sich hinstellt und so tut, als ob sie plötzlich das Herz für wohnungslose Menschen entdeckt hat. Deshalb ist in der Tat diese Aktuelle Stunde eine Farce. Vielen Dank. Soweit Herr Schmelich für die Dissidentenfraktion. Und jetzt ist die CDU an der Reihe mit Herrn Krüger und danach die Grünen. Sehr geehrte zweite Bürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen, wer mich kennt, der weiß, dass das Thema Obdachlosigkeit und die Versorgung obdachloser Menschen in unserer Stadt mir seit vielen Jahren sehr wichtig ist. Umso mehr tut es mir weh, wenn ich heute den Eindruck gewinne, dass dieses ernste Thema populistisch, politisch instrumentalisiert wird. Ja, es gibt Obdachlosigkeit, auch in unserer Stadt Dresden, leider. Die genaue Zahl der obdachlosen Menschen ist nicht bekannt, da nicht alle die Angebote, die städtischerweise unterbreitet werden, auch annehmen. Wir wissen aber, dass wir im Durchschnitt ca. 300 Menschen in Übergangswohnheimen und Gewährleistungswohnungen untergebracht haben. Wie viele bei Freunden, bei Bekannten, in Abbruchgebäuden oder im Freien schlafen, ist allerdings nicht bekannt. Je nach angenommener Dunkelziffer kann man von bis zu 600 Personen ausgehen, die vorübergehend oder auch dauerhaft ohne Obdach sind. Ich will aber entschieden dem Eindruck entgegentreten, dass sich die Stadt nicht um diese Menschen kümmern würde. Obdachlose Menschen müssen nicht im Freien übernachten. Die Landeshauptstadt Dresden stellt insgesamt 398 sichere und warme Schlafplätze zur Verfügung. Die Auslastung der Übergangswohnheime lag im letzten Jahr bei 71%, die der Gewährleistungswohnungen bei 82%. Von einem Notstand kann also nicht die Rede sein. Gleichwohl ist es wichtig und richtig, dass wir die Entwicklung kontinuierlich im Blick behalten. Trotz aller inhaltlichen Differenzen, die wir mitunter mit der zuständigen Bürgermeisterin haben, leistet der Geschäftsbereich von Frau Dr. Kaufmann hier eine exzellente Arbeit. Es gibt Hilfsangebote zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, sei es aus Gründen der Überschuldung oder psychischer Ausnahmesituationen. Die Stadt versorgt obdachlose Menschen mit Kleidung, mit Nahrung und mit einem warmen Schlafplatz. Nicht alles macht die Stadt selbst und sie muss es auch nicht machen. DRK, Diakonie, Caritas, Heilsarmee und viele weitere Vereine haben Hilfsangebote, die von der Stadt koordiniert und den Betroffenen vermittelt werden. Es gibt Spezialplätze für mehrfach suchtkranke Menschen. Es gibt Schlafplätze für Obdachlose mit Hund. Es gibt Übergangswohnungen, um sehr lange obdachlose Menschen wieder an das dauerhafte Leben in einer Wohnung heranzuführen. Es gibt die Nachtcafés der Kirchgemeinden, es gibt Tagestreffs, Nahrungsmittelausgaben der Tafel, die Suppenküchen, Kleiderkammern des DRK und der Heilsarmee. Auch der Stadtrat kümmert sich regelmäßig um das Thema. Das Wichtigste ist sicherlich die regelmäßige Fortschreibung des Wohnungslosenhilfekonzepts. Aber auch kleinere Initiativen helfen, die Situation von Menschen zu verbessern. Ich erinnere daran, dass der Stadtrat im Jahr 2018 auf Antrag meiner Fraktion beschlossen hat, das Housing-First-Konzept auch in Dresden einzuführen. Die inzwischen genommenen Erfahrungen werden jetzt ausgewertet und voraussichtlich wird der Stadtrat noch in diesem Jahr über eine Verlängerung entscheiden. Meine Damen und Herren, die Landeshauptstadt Dresden bietet eine ganze Palette von Hilfsangeboten für Obdach- und wohnungslose Menschen. Es sei der AfD unbenommen, sich auch um die Belange und Nöte dieser Personen zu kümmern.
Bitte tun Sie aber nicht so, als wären Sie jetzt der große Heilsbringer, weil sich vorher niemand um diese Menschen gekümmert hätte. Das Gegenteil ist richtig. Die Obdachlosen in unserer Stadt sind die Schwächsten unserer Gesellschaft. Sie brauchen deshalb starke, wirkungsvolle Unterstützung. Was Sie aber garantiert nicht brauchen, ist diese Aktuelle Stunde. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit Herr Krüger für die CDU. Und als nächstes erhält die Fraktion Grüne das Wort mit Frau Siebeneicher. Sehr geehrte zweite Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen im Rat, ja, die Situation wohnungsloser Menschen verdient immer Aufmerksamkeit. Und ganz besonders jetzt in dieser kalten Jahreszeit ist es wichtig, dass wir in unserer Stadt ein breites Hilfsangebot haben, damit niemand frieren und in der Kälte schlafen muss. Aber das, was die AfD hier und heute mit dieser Aktuellen Stunde zu inszenieren versucht, hilft den betroffenen Menschen kein bisschen und verbessert ihre Situation in keiner Weise. Ich empfinde es als ein fragwürdiges Schauspiel. Wir haben von Herrn Hanik gehört, dass der Verein Dresdner Bürgerhelfen Dresdner Obdachlosen und Bedürftigen der Vorwurf gemacht würde, nicht barmherzig zu sein, sich nicht zu engagieren, und er wüsste ja gar nicht, wo der herkommt. Ich will auf diese aus meiner Sicht bewusste Provokation und dieses sich stummstellen nicht weiter eingehen, nur so viel. Ein Verein, der mit seinem Hilfsangebot bewusst ausgrenzt, in dem Deutsche zuerst Hilfe erhalten sollen, hat mit den Prinzipien von Barmherzigkeit und Solidarität, auf die sich die AfD hier scheinheilig beruft, nichts zu tun. Der AfD und auch eben dem benannten Verein geht es oft nur darum, eine vermeintlich wirkungslose Wohnungslosenhilfe zu bejammern und auch das Versagen der Stadt zu behaupten. Und das kann man auf der Homepage des Vereins sehr, sehr deutlich nachlesen. Doch ich sage Ihnen, meine Damen und Herren von der AfD, zu guter Politik gehört beides. Zum einen Problemanalyse, aber auch Lösungsvorschläge zu machen. Und wenn wir jetzt zu den Lösungsvorschlägen kommen, dann muss ich doch noch einmal sagen, dass aus meiner Sicht für die AfD Sozialpolitik ein wirkliches Fremdwort ist. Die AfD-Fraktion hier im Stadtrat versucht, Menschen in Not systematisch gegeneinander auszuspielen und hat es heute wieder gezeigt bei der Debatte um den sicheren Hafen und dieser unsäglichen Rede vom Herrn Braun. Die AfD-Stadträte im Sozialausschuss stimmen regelmäßig gegen Vorlagen und Anträge, die Armut gezielt entgegenwirken sollen. Und trotzdem versuchen sie heute, das Wort Solidarität für sich in Anspruch zu nehmen. Solidarität bedeutet für mich, direkte Hilfe und Unterstützung für andere Menschen zu leisten, eben ohne Bedingungen daran zu knüpfen. Und, liebe AfD, Sie fordern auch Barmherzigkeit. Und jetzt muss ich doch ein bisschen ausholen. Barmherzigkeit ist ein religiöses Wort. Es hat in allen Weltreligionen eine zentrale Bedeutung. Die göttliche Barmherzigkeit bildet im Christentum, im Islam und im Judentum das Fundament. Ist ein Mensch barmherzig, so ist diese Barmherzigkeit nicht nur auf bestimmte Personengruppen bezogen, sondern jeder Mensch in Not hat diese Barmherzigkeit verdient. Und wenn wir weitergehen in dieser Argumentation und wenn die AfD diese Barmherzigkeit, diese Botschaft ernst nehmen würde, dann müsste sie eingestehen: Barmherzigkeit ist eine Aufforderung an uns selbst in der Politik, bedeutet sie, dass soziale Politik zu gestalten ist, die alle Menschen in Not gleich sieht. Einen Anspruch auf Wohnungslosenhilfe haben im barmherzigen Sinne alle Menschen in unserer Stadt, und zwar ganz egal, woher sie kommen. Und Rassismus gegenüber anderen Menschen und Ausgrenzung von schwächeren Menschen sind das ganze Gegenteil von Barmherzigkeit. Nun kommen wir zum Politischen, also dazu, was wir als Stadtrat tun können und was wir tun sollten, um Wohnungslose zu unterstützen. Denn weder die Begründung zur Aktuellen Stunde noch das, was ich hier gehört habe vom Herrn Gilke, wird da irgendwie konkret. Ich verstehe unter einer aktiven Wohnungslosenhilfe in Dresden
dass wir das Wohnungsnotfallhilfekonzept unterstützen, dass wir es weiterentwickeln, dass wir genügend Geld bereitstellen, dass wir die Ehrenamtlichen unserer Stadt unterstützen. Und das ist ein sehr, sehr vielfältiges ehrenamtliches Engagement. Viele wurden hier aufgezählt, auch von Herrn Krüger, dem ich da vollkommen recht gebe. Wohnungslosenhilfe heißt immer auch, den Verlust der eigenen Wohnung um jeden Preis zu verhindern. Und deswegen braucht es weiterhin städtisch finanzierte Beratungsangebote und konkrete Hilfe im Ernstfall, zum Beispiel die Übernahme von Mietschulden oder das Angebot über ein Darlehen, diese dann auch zurückzuzahlen. Und es bedeutet, dass wir uns auch den Problemen widmen, die zu Wohnungsnot führen können. Zum Beispiel die momentane Stromversorgung. Wenn eine Wohnung ohne Strom ist, dann ist es keine warme Wohnung und dann ist das Problem mit Stromsperren in Dresden nicht kleinzureden, und darüber reden wir auch. Frau Siebeneichel, die Redezeit ist leider vorbei. Ich komme zum Schluss. Ich muss sagen, ich hätte mir mehr gewünscht von dieser Debatte. Ich habe aber auch nicht mehr erwartet von der AfD. Es ist ein trauriger Moment, wieder auf die Art und Weise über Wohnungslosenpolitik reden zu müssen. So, jetzt wären in der Rednerreihenfolge die Fraktion Die Linke dran mit Frau Barkow und danach für die SPD Herr Beuschel. Sehr geehrte Frau zweite Bürgermeisterin, sehr geehrte ZuhörerInnen. Ja, also ich kann mich dem Befremden, was hier schon geäußert wurde von meiner Vorrednerin und vielen anderen, nur anschließen an die AfD-Fraktion. Eine aktuelle Debatte sollte schon auch einen konkreten Inhalt und ein Ziel haben und nicht einfach, wie wir es hier heute gehört haben, ein Runterleiern von lauter Punkten, die wir hier alle auch schon wissen. Also es war jetzt tatsächlich überhaupt nichts Neues in dem Redebeitrag dabei, was Sie hier genannt haben, Herr Gilke von der AfD, und zwar auch überhaupt gar keine Richtung, wo Sie denn überhaupt hinwollen, also was das Ganze denn soll, außer uns hier die Zeit zu rauben. Ja, ich möchte es auch kurz fassen. Es waren tatsächlich auch Redebeiträge dabei, denen ich mich anschließen kann, Herr Krüger, Frau Siebeneicher, Herr Schmelich, das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich denke, was so in den letzten Jahren passiert ist, ist doch eine ganze Menge und zeigt auf jeden Fall eine ganze Bandbreite, wie wir hier auch im Stadtrat, in der Kommunalpolitik mit dem Thema Wohnungslosigkeit umgehen können, wie wir Menschen versuchen können, davor zu bewahren, aber auch in der Situation dann Unterstützung anzubieten. Ich möchte drei Punkte davon nochmal herausgreifen. Das eine, es wurde schon etwas verklausuliert angesprochen, das Thema Housing First. Seit jetzt 2 Jahren betreiben wir hier in Dresden ebenfalls den Ansatz Housing First. Sinngemäß lautet das, dass von Wohnungslose Betroffene in aller Regel eine ganze Vielzahl von Problemen haben, die in allererster Linie damit zusammenhängen, dass sie keine Wohnung haben. Deswegen, um den Menschen bestmöglich zu helfen, brauchen sie als allererstes eine Wohnung. Alles andere kommt dann. Deswegen Housing First. Ich gebe zu, der Ansatz wird jetzt gerade erprobt in der Stadt. Da ist sicherlich noch weitere Entwicklung notwendig, wie immer, wenn man Dinge neu einführt. Aber ich finde das geradezu revolutionär, dass das in dem letzten Wohnungslosenhilfekonzept mit eingebracht wurde, jetzt umgesetzt wird und tatsächlich wir aktuell 3 solcher Wohnungen haben. Und andere Städte zeigen, Berlin beispielsweise, dass die Erfolgsquote extrem hoch ist, also dass Leute, die über ein Housing First Projekt an eine Wohnung gelangt sind, in aller Regel danach den Sprung schaffen, nicht wieder in die Wohnungslosigkeit abzurutschen, sondern eben in einer Mietwohnung zu verbleiben. Deswegen denke ich, wäre es wichtig, dass wir zum Beispiel solche Punkte, die so erfolgreich sind, die hier schon angeschoben wurden, dass wir die verstetigen und weiter ausbauen. Und ein Punkt an dieser Stelle ist die Frage, wie können wir es ausbauen, ist tatsächlich das Thema Personal. Gibt es ausreichend Personal im Sozialamt, was Menschen, die in einer solchen Wohnung leben, auch begleiten kann? Das ist nämlich an dieser Stelle der Knackpunkt. Und wenn es mehr Personal gäbe, da könnten wir uns ja in den Haushaltsverhandlungen dann in einem halben Jahr darüber unterhalten, könnte man diesen Ansatz auch weiter ausbauen und auch mehr Menschen zum Beispiel darüber zu einer Wohnung bringen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir jetzt zugegeben zufällig durch die Corona-Krise aber eine eigene Einrichtung für Frauen haben. Für wohnungslose Frauen. Denn ja, die Auslastung in den bestehenden
Wohnungsloseneinrichtung ist etwa in einem Verhältnis 80-20, 80% Männer, 20% Frauen. Das bedeutet aber keineswegs, dass weniger Frauen von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Dass aber Frauen vor allem bei Bekannten möglicherweise unterkommen oder auch Beziehungen eingehen, die sie vielleicht gar nicht eingehen wollen, nur um eine Wohnung zu bekommen, dass sie aber nicht in solchen Einrichtungen landen. Auch hier zeigen Erfahrungen aus anderen Städten, Hamburg beispielsweise ist hier sehr vorbildlich, dass wenn man ein gezieltes Angebot schafft für Frauen, dass das auch angenommen wird und dass dann auch hier ganz zielgerichtet Frauen unterstützt werden können. Deswegen bin ich total froh, dass wir jetzt eine Einrichtung haben, die sich tatsächlich ganz gezielt an Frauen richtet. Ein letzter Punkt, das ist ganz frisch sozusagen in der letzten Sozialausschusssitzung, haben wir eine Vielzahl von Maßnahmen beschlossen, die stattfinden sollen. Unter anderem, ganz kurzfristig, bin ich auch sehr dankbar, dass es dafür eine breite Mehrheit gab, die Einrichtung eines medizinischen Angebotes ganz gezielt für wohnungslose Menschen, was ganz niederschwellig ist, was wohnungslosen Menschen ohne irgendwelche, also mit dem Versuch, keine Hürden aufzubauen, auch keine Krankenversicherungskarte vorweisen zu müssen, medizinische Hilfe leisten zu können. Und an dieser Stelle an die AfD-Fraktion waren Sie die einzige Fraktion, die mit Nein gestimmt hat. Und zwei Wochen später faseln Sie hier vorne irgendwas von Barmherzigkeit und Wohnungslosigkeit. Aber wenn es dann um die konkreten Beschlüsse gibt, dann sind Sie nämlich nicht dabei. Das heißt, das, was diese Aktuelle Stunde uns hier heute gebracht hat, ist eine knappe Stunde Redezeit über das Thema Wohnungslosigkeit, überhaupt gar keinen konkreten Inhalt, der von Ihrer Fraktion hier überhaupt nicht vorgelegt wurde. Dabei wäre es das Thema absolut wert, konkret diskutiert zu werden und das passiert auch, aber die AfD-Fraktion bringt sich an dieser Stelle nicht ein. Dankeschön. So, und wir kommen zum letzten Redner in dieser Aktuellen Stunde. Die SPD hatte Rederecht für Herrn Beuschel beantragt. Jetzt kommt Herr Treves nach vorn. Bitte, Herr Treves. Alles klar. Und ich würde schon mal ankündigen, dass wünschen Sie eine Auszeit, liebe CDU-Fraktion? Nein. Wunderbar. Sie lauschen dann noch dem SPD-Redner in der Aktuellen Stunde und danach hätten wir ohnehin die 100 Minuten erreicht, um in eine nochmalige Pause einzutreten. Darauf können Sie sich schon freuen und jetzt hat Herr Treves das Wort. Sehr geehrte Frau Zweite Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich war es tatsächlich unser Plan, heute einen Gastredner in dieser Aktuellen Stunde reden zu lassen. Der konnte es leider nicht einrichten, nachdem der sichere Hafen und die Resolution zur Ukraine nach vorne gezogen wurde und das Thema zeitlich nach hinten gerutscht ist, hier dann zu sprechen. Deswegen müssen Sie an dieser Stelle nochmal mit mir Vorlieb nehmen. Ich möchte nicht so vieles wiederholen von dem, was schon gesagt worden ist, möchte aber auch noch mal darauf hinweisen, dass an dieser Aktuellen Stunde wirklich nichts aktuell war und das einzige Ziel gewesen ist, wahrscheinlich dieses Spendenkonto einzublenden, was wir hier auf den großen Bildschirm hatten von diesem dubiosen Verein, über den die Kolleginnen und Kollegen hier schon gesprochen haben. Liebe Menschen, die das vielleicht im Stream gesehen haben, wir haben in Dresden wunderbare Initiativen, die sich um wohnungslose Menschen kümmern. Die Heilsarmee mit einer Kältestreife, die Treberhilfe mit einem Kontaktladen, die mobile Straßensozialarbeit von SafeDD. Spenden Sie doch denen, da wissen Sie auch, dass das Geld wirklich in guten Händen ist und dass es eben nicht eine Institution ist, die im Zweifelsfall Menschen mit anderer Hautfarbe oder anderer Nationalität erstmal rausschmeißt aus ihren Angeboten. Ansonsten ist schon viel gesagt worden, wir haben in Dresden eine gute Infrastruktur für wohnungslose Menschen und ein gutes Hilfesystem. Wir bieten jedem Menschen, der das will und der das benötigt, Unterbringung und Betreuung. Das heißt aber natürlich nicht, dass alles gut ist und keine Handlungsbedarfe mehr sind. Deswegen möchte ich ganz kurz auf vier Punkte zu sprechen kommen, wo aus Sicht der SPD-Fraktion noch Handlungsbedarf ist in der Hilfe für wohnungslose Menschen. Das eine ist das Thema mobile Arbeit mit wohnungslosen Menschen. Es ist ja vorhin schon mal von der Dunkelziffer die Rede gewesen, die liegt aus unserer Sicht eher so bei 1000 Menschen, die in der Stadt tatsächlich wohnungslos sind.
Aber es geht natürlich darum, so viele wie möglich Menschen zu erreichen und in die staatliche oder städtische Hilfsstruktur zu bringen. Und das gelingt nur durch eine ordentliche aufsuchende Sozialarbeit, die Vertrauen gewinnt, die Vorbehalte abbaut und die Leute dann tatsächlich in die städtischen Hilfestrukturen bringt. Deswegen brauchen wir in dieser Stadt auch noch mehr mobile Sozialarbeit mit Schwerpunkt Wohnungslosigkeit, als wir aktuell haben. Der zweite Punkt, den ich benennen möchte, sind Tagestreffs. Insbesondere für Menschen, die eben nicht in Übergangswohnheimen untergebracht sind, sind solche Tagestreffs, wo man mal Wäsche waschen kann, wo man duschen gehen kann, wo man auch ein Essen kriegt und wo man Hilfe bekommt. Eine ganz wichtige Infrastruktur, da haben wir irgendwie 1,5 bis 2, die bisher in dieser Stadt gefördert werden aus städtischen Mitteln. Damit erreichen wir noch keine Abdeckung von wenigstens den 5 Werktagen in der Woche, wo so ein Tagestreff offen hat, geschweige denn 7 von 7 Wochentagen. Auch hier werden wir noch ein bisschen in der Infrastruktur nachrüsten müssen, um ein ordentliches Angebot zu haben. Drittes Thema ist Housing First. Da hat insbesondere Frau Barko schon sehr viel dazu gesagt. Deswegen will ich da gar nicht so viele Worte verlieren. Es ist ein sinnvoller neuer Ansatz in der Wohnungslosenhilfe. Den sollten wir ausbauen und es nicht bei den 5 bis 6 Plätzen, die wir aktuell in dieser Stadt anbieten, belassen, sondern grundsätzlich dazu übergehen, dass wir Menschen erstmal die eigenen 4 Wände zur Verfügung stellen und dort dann daran arbeiten, dass die Schwierigkeiten, Schuldenproblematiken, Suchtproblematiken, was es möglicherweise ansonsten noch gibt, überwunden werden. Und abschließend das 4. Thema, was ich gerne benennen möchte in dieser aktuellen Stunde, und das ist mir tatsächlich an dieser Stelle auch nochmal sehr wichtig, weil es nämlich auch die Verlogenheit der AfD in dieser Debatte nochmal zeigt, ist, dass wenn wir über Wohnungslose reden, reden wir natürlich auch über wohnungslose EU-BürgerInnen. Und da gibt es in dieser Stadt wenige bis kaum Angebote. Das wird natürlich von der AfD nicht kritisiert, weil da handelt es sich ja nicht um deutsche Wohnungslose. Aber da haben wir tatsächlich ein Problem, über das wir in dieser Stadt mal ehrlich diskutieren müssen. Wir haben natürlich das Problem, dass verschiedene EU-Regularien den Zugang zu Sozialsystemen für EU-BürgerInnen einschränken, beziehungsweise auch die bundesdeutsche Gesetzgebung dazu. Nichtsdestotrotz bin ich persönlich der Meinung, die Verpflichtung beispielsweise aus dem Polizeigesetz, dass wir Menschen, die kein Obdach haben, unterbringen und eine Grundversorgung gewährleisten, die muss für alle Menschen in dieser Stadt gelten. Und da sind natürlich auch EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die hier in Dresden leben und wohnungslos sind, inkludiert. Und deswegen müssen wir auch für die ein Angebot schaffen, sodass sie mit in unsere Regelstrukturen können oder zumindest ein Ersatzangebot haben, was auch kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Denn so ein Platz im Übergangswohnheim kostet 800 € pro Monat. Dass sich das eine wohnungslose Person nicht leisten kann, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Deswegen, wir haben noch ein paar Baustellen im Bereich der Wohnungslosigkeit in dieser Stadt, aber grundsätzlich eine gute Struktur und ganz viele engagierte Vereine, die unzweifelhaft sind, spenden Sie bitte lieber an die. Vielen Dank. Damit ist die Debatte zur ersten Aktuellen Stunde abgeschlossen und